Hallo liebe Freunde von Applikationsbeispielen. Wir sind heute wieder an unserer Digi-Demo-Maschine und hier wollen wir in das Anwenderprogramm der 71500 auf entsprechende Diagnosemeldungen reagieren. Das könnten wir jetzt entweder selbst projektieren, aber ein Kollege hat mir einen guten Tipp gegeben, dass es da schon ein Applikationsbeispiel gibt. Lasst uns mal im Siemens Industry Online Support suchen. Hier linke Hand haben wir die Möglichkeit, nach Lösungen zu suchen. Hier gebe ich jetzt ein S71500 Diagnostik. Habe dann die Möglichkeit, nach Applikationsbeispielen zu filtern. Und hier als ersten Eintrag habe ich auch das entsprechende Beispiel dann parat. Wie diese Beispiele entstehen, das schauen wir uns jetzt mal im Online-Support an. Hallo Thomas. Grüß dich, Tobias. Hi, wir haben uns das Applikationsbeispiel Diagnose im Anwenderprogramm angeschaut. Ah ja. Was hat es denn damit auf sich? Na, da habt ihr ja eins der bekanntesten oder beziehungsweise der beliebtesten Anwendungsbeispiele rausgesucht. Diagnose ist ja wirklich ein wichtiges Thema, gerade für unsere Kunden, weil sie ja natürlich wollen, dass die Anlage schnell wieder läuft. Und dementsprechend ist auch das Anwendungsbeispiel gut geladen und gut besucht. Mhm. Die Ideen kommen aus verschiedenen Kanälen, also beispielsweise wir haben Kundenbefragungen, dann beispielsweise von den Kollegen von Hotline, die Kollegen vom Pre-Sale Support haben Informationen für uns und Anregungen. Und natürlich auch bei uns im Online-Support sind Kollegen, die Projekterfahrung haben und die wissen, worauf es ankommt in einer Anlage. Und gibt es jetzt bei dem Applikationsbeispiel Neuerungen? Ja, wir sind momentan dabei, das abzudaten. Wir haben drüben den Aufbau, das zeige ich euch mal und da gehen wir jetzt mal schnell hin, oder? Ja, super, lass uns gehen. So, Tobias, da ist unser Aufbau. Wir haben noch einen letzten Test in dem Anwendungsbeispiel für uns. Wir testen immer sehr ausführlich, ist ja klar, weil die Kunden, die laden das ja runter und die testen das ja auch für sich natürlich und finden dann keine Fehler mehr. Und jetzt lass uns noch mal einen Drahtbruch noch mal simulieren. Das ist so der letzte. Okay, das heißt einmal hier drauf drücken? Einmal da drauf drücken, genau. Mhm. Die CPU? Die CPU sagt schon was. Die Fehler, ja. Dann hier sehen wir die Station und dann gehen wir jetzt mal rein ins Modul. Und da sehen wir, hier ist auch der Fehler. Mhm. Hier haben wir Diagnose-DB, das sieht man auch. Ja, die Station sagt was. Und auch das Modul, jawohl, passt alles. Mhm. Gut, dann können wir eigentlich das Testprotokoll ausfüllen und wir können es online stellen. Das heißt, es geht dann bald zum Kunden? Genau. Wunderbar. Was macht denn der Online-Support noch alles? Na, da geh doch am besten gleich mal zu Manfred. Der kann dir noch genau sagen, was noch alles gibt. Dann schaue ich dir mal vorbei. Ja. Also bis dann, ciao. Mach's gut. Hallo Manfred. Tobias, grüß dich. Hallo. Wir haben ja vorhin schon gesehen, was hinter den Applikationsbeispielen steckt. Was macht denn der Online-Support noch so alles? Na, generell sind wir als Online-Support wirklich für die Unterstützung, die technische Unterstützung unserer Kunden da. Und wir sehen das so unter dem Motto Self-Help. Das heißt, der Kunde kann sich auf dem Portal, auf der Plattform selbst technisch informieren und dass er zu einer technischen Lösung kommt, indem er die ganzen Informationen des Portals nutzt. Mhm. Und wie viele Dokumente liegen dann ab? Also wir haben in Summe, kann man sagen, so 300.000, mehrere hunderttausend Dokumente, die wir hier im Online-Support-Portal liegen haben. Eine ganze Menge. Die werden wahrscheinlich dann auch häufig abgerufen, oder? Genau, das ist ganz wichtig. Also wir sind ja ein internationales Portal für die ganze Welt. Wir haben ca. 80.000 Zugriffe am Tag. Die Inhalte sind ja alle mindestens Deutsch und Englisch, aber auch durchaus sechssprachig, wie zum Beispiel die FAQs, sodass wir hier einfach global unterstützen. Das ist ja auch unsere Hauptaufgabe, dass wir den Kunden ermöglichen, dass er seine technischen Probleme durch die Hilfe des Portals, also ohne dass ein Mensch nochmal mit eingreifen muss, hier unterstützen und lösen können. Okay, und das heißt, hauptsächlich sind es dann Dokumente oder wie werden die Inhalte dann noch aufbereitet? Genau, also wirklich der Großteil, das sind die Dokumente, aber wir sind auch, sagen wir mal, innovativ auch unterwegs, auch dass man modern Dinge darstellen kann und haben auch ein Multimedia-Studio. Wenn du willst, kann ich dir das gerne mal zeigen. Klasse, das würde ich mal anschauen. Komm mal mit. Genau, ich bringe die einfach mal rein. Dann viel Spaß. Danke. Bis bald. Ja, bis dann. Ciao. So, hier sind wir jetzt im Studio. Ganz schön groß, oder? Oh, was läuft denn da? Wir sind hier im Multimedia-Team. Die Kollegen, die im Hintergrund der Mr. Automation-Serie arbeiten. Hallo Tobi, du schneidest ja die Folgen für Mr. Automation. An was arbeitest du denn gerade? Genau, ich schneide gerade diese Folge von Mr. Automation. Wie diese Folge? Nee, wenn du mal schauen möchtest, hier läufst du gerade zu mir vor, um in diesem Augenblick mit mir zu sprechen. Na, das ist mal Just-in-Time-Produktion. Dann braucht ihr mich ja nicht mehr.
Also, ab an den Strand. Ja, so schaut es schon gut aus. Was jetzt noch fehlt, wäre eigentlich ein Cocktail. Das probieren wir jetzt auch nochmal. Regie für Mr. Automation. Genug mit der Urlaubsstimmung. Wir müssen weitermachen. Na gut. Dann würde ich aber gerne noch den Hintergrund ändern. Könnten wir das digitale Studio wieder haben? Dankeschön. So, ihr habt jetzt gesehen, welche Inhalte wir für euch bereithalten. Vom Beginner bis zum Experten. Von Applikationsbeispielen über FAQs, Videos bis zu multimedialen Inhalten. Also schaut vorbei im Siemens Industry Online Support. Bis bald. Siemens. Ingenuity for life.